So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Jawollo. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was geplant und vorbereitet. Und zwar zu einem habe ich noch ein paar Straßen in Ausbau gegeben, dass die vielleicht mit Kies beladen werden, damit wir hier noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit in die Sachen kriegen. Die Pumpe ist fertig. Das heißt, wir könnten Öl exportieren. Da würde ich aber noch die Straße abwarten. Und dann habe ich mir so die Buslinien rausgesucht. Und jetzt erzähle ich euch meinen Plan. Den habe ich gerade mit dem Chat schon besprochen. Und zwar haben wir ja einmal eine Linie. Das ist der Busbahnhof. Okay, den brauchen wir nicht. Haben wir hier eine Linie mit den gelben Dingern. Die fährt ja jetzt alles an. An sich ja eine coole Idee, aber das wird die neue Stadtlinie. Das heißt, die 2 fliegt raus aus diesem Halt. So, jetzt ist blöd, jetzt fährt er hier hin, dann fährt er zur 2 und dann fährt er da hinten hin. Das heißt, wir nehmen die 2 auch raus. Schon mal besser. Jetzt haben wir die neue 6 und die neue 6... kommt noch eine neue 7 hin. Wunderbar. Hier fehlt da auch noch eine Bushaltestelle dann irgendwann. Auch wenn hier keiner wohnt, aber die wollen ja vielleicht zum Bahnhof oder so und müssen nicht erst darüber laufen. Aber das kommt dann. Genau. So, jetzt haben wir die vorgesehen. Die sollen aber keine Arbeiter mehr transportieren. Die sollen dafür alles andere transportieren. Da liegt nämlich, glaube ich, mein gedanklicher Fehler, den ich bisher hatte. Weil die Arbeiter werden ja schon transportiert. Warum soll ich denn einen zweiten Bus haben, der Arbeiter transportiert? Das macht doch gar keinen Sinn, dachte ich mir. Weil ich kriege die ja auch nicht abgeladen dann. Oder rausgeholt an der Stelle. Wenn ich die da ablade, nicht? Also ich kann entweder abladen oder aufnehmen. Aber beides erzwingen kann ich irgendwie nicht. Also müssen wir das anders lösen. So, die Linie fährt also jetzt rum und nimmt nur noch Passagiere, Touristen und Schulkinder auf oder Studenten. Sehr gut. Haben wir erledigt. Stadtbus fährt umher. Jetzt haben wir das Problem mit dem hier. Der fährt hier los, dann fährt er nach da und ich wollte hier so eine zweite Umsteigestation machen. Zack. Dass die Arbeiter da nämlich die Linien wechseln können. Das jetzt gemacht. Okay. Jetzt hat das gemacht. Damit die Arbeiter hier zwischen den beiden Routen nämlich das wechseln können. Das heißt, der fährt dahin, dahin, dahin und lädt dann alle aus. Und der nimmt dafür aber keine Leute mehr mit, sondern nur noch Arbeiter. Dass wir das so ein bisschen auftrennen, wer mitgenommen wird. So. Hä? Achso. Genau, weil hier müssen die Arbeiter dann aussteigen. Das heißt, die werden von den anderen abgeholt. Hier, dort, dort, dort und da abgeladen. Perfekt. So, das gleiche für diese Route, die hier hinten lang fährt. Und dann braucht die andere eigentlich nicht zur 1 fahren. Dann muss ich nicht extra hier rausgurken. Finde ich eigentlich gut. Dann kommt der nämlich weg, der Halt. Die hat nämlich schon eine lang genug Route. Da müssen wir nicht noch extra was raufgeben auf die Entfernung. So, wer auf unser Geld geguckt hat, sieht auch, wir haben gar nicht mehr so viel. Und hier wollen wir die entladen. Genau. Einladen, entladen, einladen, entladen. So, Arbeiter können damit fahren und aussteigen, wie sie lustig sind. Und was fehlt? Jetzt fehlt nur noch ein Transport von Arbeitern, die hier landen, nach dort. Und wir haben hier unser neues Depot und das ist wunderbar angebunden. Dann brauchen wir nämlich nur einen Bus. Und können uns den Rest nämlich sparen und... Warte, wir können uns sogar den Bus komplett sparen. Wenn wir nochmal in die Route gucken.
Die eine mit den vier Bussen. Nee, die nicht. Die nicht. Die hier, die hat fünf Busse. Ich würde sagen, dann nehmen wir den Bus. Und der Bus fliegt nicht von der Route. Aber kriegt eine neue Route. Und zwar startet er... Eigentlich genau falsch rum. Startet er hier, will aber nicht entladen, soll sich nämlich beladen und hauptsächlich mit Arbeitern mit Schulabschluss und Universitätsabschluss, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was wir hier brauchen. Wichtiger wäre mir nämlich die hier. Aber das werden wir sehen, ob das passt. Und hier hinten werden die dann entladen. Versuchen wir es mal so. Und dann haben wir da nämlich eine extra Route für den. Und dann kommen hier hoffentlich irgendwann auch mal Professoren an. Oder auch nicht. Aber ich dachte, da... Ach, der hat noch normale Leute dabei. So, wir werden das aber begrenzen. Der soll nur von seinen... Wie viel kann er transportieren? 80? Wo sieht man das? Ah, 97, 29... 8 Tonnen, 85 Passagiere. Ja, soll er 50% mitnehmen. Leider kann man nicht sagen, bevorzuge zum Beispiel Professoren. Aber wir haben halt auch nicht genug, die da reinkommen. Wir könnten denen hier sagen, zum Beispiel aber, wo sollt ihr arbeiten gehen? Ist halt nicht fußläufig erreichbar. Das ist ein Problem. Können aber zum Beispiel denen sagen, die hierhin transportiert werden, dass sie dahin gehen sollen. Weiß nicht, ob das so gut klappt. Wir haben einen Professor drin. Es klappt. Wunderbar. Okay, es hat also Früchte getragen, sage ich mal. Ein Professor wieder drin. Auch wenn wir nur einen haben, das ist mehr, als wir uns erträumt hätten. Nicht wahr? 173 Gebildete haben wir noch. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nach... holen, würde ich dann sagen. Aber 191.000 haben wir für Eingeladung nochmal ausgegeben. Das muss ich jetzt erstmal rentieren. Okay, die Feuerwehr buggt rum. Ja, den Bug kenne ich von anderen, die den hatten. Okay, die ist auf jeden Fall noch drin. Ich hoffe, es brennt nicht nochmal. Aber deswegen ist neulich das Haus abgebrannt. Weil die Feuerwehr gestuckt hat. Okay. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass der Bug immer noch da ist. Ich hatte den bisher noch gar nicht. Normalerweise hängen nur die Gabelstapler fest. Leider kriegt man den da halt auch nicht raus. Na doch, indem ich sage, da ist dein neues Depot, dann ist es da. Okay.
Das geht nämlich bei den Gabelstaplern nicht. Bei dem funktioniert's. Das ist sehr gut. Okay, aber die Fahrzeuge haben generell manchmal das Problem, dass sie dann irgendwo stucken. Also ich habe es bei Gabelstaplern gehabt, andere bei Feuerwehren. Jetzt habe ich es auch bei den Feuerwehren. Das heißt, es ist wirklich ein ganz allgemeines Ding. Die warten noch brav. Und was mit Wasser? Noch mehr als genug drin. Da müssen wir auch noch nicht nachlegen. Sehr gut. Straßen auch alle gebaut. Das geht echt fixikato. Und dann würde ich sagen, dann verbessern wir die hier nach vorne auch. Dann fahren die uns sonst ewig um 3 Tage hier. Ja? Nein, 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 möchte ich nicht. Ach, da ist ein... Oh, da ist so ein doofer Undodge-Punkt entstanden, warum auch immer der da ist. Zack. Wahrscheinlich, weil ich so Einzelschritte gemacht habe. Da müssen wir mal rumgehen und die mich entfernen, wenn die gar keinen Sinn machen hier. Okay, kann er nicht. Da könnten wir verbinden. Hier können wir verbinden. Da können wir verbinden. Und ich meine, wir haben ja Öl. Das heißt, wir könnten unser Bedarf eigentlich aufpäppeln an Geld. Indem wir das endlich mal nutzbar machen. Ich sehe, hier sind noch Wege, die nicht gemacht sind. Hätte ich gerne auch gemacht. Du hast auch deinen Weg noch nicht gemacht. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles... Erwischt hier Theater von hinten nicht. Kirche finde ich okay, wenn die Seitenwege nicht gepflastert sind. Ja, die durchgehenden Wege können wir noch machen. Obwohl wir die da hinten auch gemacht haben. Können wir hier auch so machen. Hier wäre auf jeden Fall Platz noch für irgendeine Statue oder einen Brunnen oder sowas mal wieder. Vom Gerichtsgebäude, nicht? Hier ist ja E-Park. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Ja, viel... Okay, passt nicht so viel hin wie gedacht. Die großen Dinge können wir noch nicht bauen. Ist das hier? Killer? Warum ist das unter Monumente? Keine Ahnung, was das hier sein soll. Das hat kein Dings. Warum? Das hier ist auch nur Deko? Okay. Da sind manche Gebäudeteile verschwunden. Ich habe hier noch Flowerbeds, ne? Die könnte man hier noch so hinsetzen. Das passt nur da nicht. Aber so ist ganz gut. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Dings wegklicken. Das hier haben wir alles. Das haben wir.
Hier müssen wir einen Weg darüber machen, auf jeden Fall. Den haben wir noch nicht. Okay, macht keinen Sinn. So. Genau, dann können die auf der Seite noch weiterlaufen. Und haben auf der Seite einen Gehweg. So wie es in echt auch ist, nicht? Ständig muss man die Gehwegseite wechseln. Aber es ist, wie es ist. Richtig cool, wenn man auch noch so Straßennamenschilder und sowas setzen könnte. Bei City Skylines 1 hatte man ja immer Straßennamen. Das fand ich zum Beispiel auch noch cool. Dann konnte man auch sagen, du ziehst da ein oder so. Das fehlt hier noch so ein bisschen, dass man so ein Social-Plugin hat, nicht? Oder Zuschauer einbinden könnte, dass die hier mit einem Twitch-Add-on drin sind. Wobei, Namen umbenennen geht ja. Wahrscheinlich könnte man da sogar ein eigenes Plugin schreiben. Ich glaube, wir haben alle Wege dann. Sieht gut aus. Ja, hier bräuchten wir eigentlich auch noch so ein Kindergarten-Spielplatz-Ding. Hier hätten wir eins. Hier hätten wir eins. Ja, der ist nicht mit drin und die nicht. Aber sie sind alle... Gut, weil die gerade nicht rauskommen aus dem Gebäude, sind die unzufrieden. Ansonsten sind die alle... Nur ohne Job. Das ist das Einzige. Hier ist ein Professor, sehr gut. Leider kann ein Professor nur einen Student unterrichten, was ein bisschen blöd ist. Arbeiter mit Universitätsabschluss nur noch 145. 30 verloren schon wieder. Ah, das ist nicht gut. Ich glaube, da müssen wir nochmal in den sauren Apfel beißen. Letzten Monat minus 38.000. Was war denn so teuer letzten Monat? Letzter Monat. Import. Stoff. Treibstoff. Treibstoff ist teuer. Okay, warum? Hat sich da was geändert? Sind die Preise am Steigen? Nee, eigentlich am Fallen. Aber im Monat davor war es sehr teuer. Aber man sieht die Tendenz vom Treibstoff. Zum Start hatten wir gezahlt 139 und jetzt haben wir schon 290. 19. Ja. Also sind alleine 80 mehr zum Start. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, unsere Transporttaktik ist aber ganz okay. Ah, das ist ein Krankenwagen. Ich wollte gerade sagen, hä? Und dann haben wir schöne Buslinien. Am Anfang habe ich gedacht, gefällt mir gar nicht, aber durch die neuen oder durchs neue Stadtviertel gefällt es mir doch, obwohl es alles sehr gerade ist. Kein Essen, kein Fleisch. Reicht das nicht? Ah, reicht nicht. Okay, dann können wir hier hinten mal die Wege leicht verbessern. Vielleicht kommt der dann da ran. Auch hier vom Dings können wir mal die Wege verbessern, nicht? Dass wir da an die Gebäude kommen. Oder will ich das schon? Das ist krumm und schief, nicht? Ah, ich weiß nicht. Nee, das nehmen wir nochmal weg hier. Wo gehen die hin? Die so rumgehen die. Achso, weil ich da baue. Ja, okay.
Macht Sinn. Oh, zwei Professoren drin. Das ist gut. Die können nämlich drei Leute unterrichten. Die haben alle sehr wenig. Gerade Bildungsniveaus 1,06. Die müssen auf 1, auf 2 kommen oder 2,5 oder so. Das kann also noch ein bisschen dauern. Lebenserwartung passt aber, Gesundheit geht noch hoch. Globale Pandemie drückt da natürlich gerade rein. Verschmutztes Trinkwasser 14. Ja, das sind die Feuerwehrleute hier. Weil ich bis hierhin kein Wasser und Abwasser gebaut habe, nicht wahr? Aber so ist es. So, das ist immer noch nicht ganz voll. 69, 81, 93. Okay. Die zieht von der ein bisschen die Qualität raus, aber okay. Meine zwei Tanklaster sind, kosten jetzt auch nicht die Welt. Wir machen aktuell leicht plus. Und wir brauchen die halt. Ist die Straße schon fertig? Noch nicht ganz. Dann brauche ich sie auch noch nicht kaufen. Erst wenn die Straße fertig ist. Das können wir mal beschleunigen mit dem Superbeschleunigungsmodus. Zack. Fehlt nur noch dieses eine Teilstück hier. Und man sieht richtig, wie er sich von oben runter arbeitet. Öl wird günstiger. Gut. Dann lohnt sich der Export gerade ja eh nicht. Was stört die? 16 Arbeiter ohne Job? Keine Sportart? Bla bla bla. Ach so, ja, ja, natürlich, weil ich die Berechnung beschleunigt habe, nicht? Dann bricht immer alles so ein bisschen zusammen. Aber diesmal funktionieren die Sachen relativ gut. Okay, da haben wir eine Kirche. Ah, das Blöde ist, ich kann diese Plätze hier aus dem Mod ja nicht setzen. In dem Modus, in dem wir spielen. Das ist ein bisschen schade. Wenn ich die hier setze, passiert halt nichts, weil sie nie gebaut werden. So, weil sie haben keinen Straßenanschluss, also kann sie keine ansteuern. Das ist ja blöd. Das heißt, ich habe nur die Sachen hier hinten zur Verfügung. Die Rollbahn zum Beispiel. Ah, gut. Rollbahn, aber als Fläche. Na, passt noch nicht ganz. Nee, wir müssen so. So ist besser. Ah, guck mal, wir haben noch was gefunden. Okay, ich muss so. Da ist noch eins nicht gebaut. Na, und was machen wir auf den Platz rauf jetzt? Palme. Palme. Erstmal. Da sind Palmen. Könnten wir hier Palmen weiter pflanzen? Ja. Damit wir unsere Palmenstraße erhalten. So. Sind fast schon zu viele Palmen hier an der Ecke, nicht? Da hinten stehen sie ein bisschen besser auseinander. Naja, gut. Und wir haben hier eben in der Mongolei gehabt, da stand nur eine einzelne Figur da drauf.
daher könnte man das auch hier vielleicht so machen. Oder wir machen schöne Springbrunnenanlagen. Dann ist da eine Palme. Habe ich die gesetzt? Blöde Palme. Keiner wollte dich. Ich setze sie erstmal ohne Wege. Den ganz großen könnten wir mal hinsetzen. Den hatte ich noch nie, weil er den meisten nicht hingepasst hat. Und was haben wir noch? Eine riesige Statue könnte man jetzt hier noch dazwischen ballern. Vor dem Rathaus. Wir müssen sie ja jetzt nicht bauen. Wir können sie erstmal planen. Was haben wir da noch? Nee. Irgendwas cooles Pavillon würde jetzt auch keinen Sinn machen. Was haben wir denn sonst so noch? Plakate, ein paar Blumen halt. Ja, so ein paar Blumendinger. Und vielleicht eckig. Da habe ich doch auch noch andere, oder? Eine Hecke. Ja, die würde nur gequetscht hinpassen. Die ist zu groß. Die ist zu klein. Das ist eine Urne. Ich weiß halt nur nicht, ob das so gut reinpasst hier. Aber wird schon werden. Amphitheater, den Pavillon, das Greenhouse wollen wir nicht. Das U-Boot hätten wir auch hier hinstellen können. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, nicht? Wir haben die, die Wasserdinge und dann so ein U-Boot. Ja, das können wir woanders nochmal machen. Was ist das Ding? Ah, oder diese, was auch immer das hier ist. Aber es scheint es in echt zu geben, die ganzen Sachen. Da gab es auf jeden Fall Fotos zu. Das haben wir schon. Das sind kleine Statuen. Wir können natürlich hier auch so ein Roundabout-Ding hinsetzen. Mit einer Figur drauf. Muss ja nicht immer im Kreisverkehr sein. Ach so. Okay, der macht da drumherum dann Rasen oder was. Ah, okay, das ist vielleicht ungünstig. Er braucht unbedingt mehr Blumenbeete. Okay. Also die hätten wir noch. Aber da haben wir jetzt ja die. Da kommt die Statue hin. Wir können noch so ein paar... So eine Dinger hier. Das wäre vielleicht auch bei der Polizei gar nicht verkehrt. Können wir da auch noch so ein paar Flaggen einfach hinsetzen. Und vielleicht vor dem Rathaus. Oh, das Rathaus. Da fehlen uns auch noch die Anschlüsse. Auf Kiesbasis. Okay. Dann können wir die nochmal bauen. Erstmal die Figur wieder hinsetzen.
Wo war sie? Da unten. Ist halt echt riesig, nicht wahr? So, aber solange wir da keine Wege ran machen, wird das auch nicht gebaut. Aber dann vergesse ich nicht, dass ich das da bauen wollte. Dann haben wir hier so einen richtig schönen Platz. Ich habe gesehen, es gäbe auch Bänke. Vielleicht könnte man auch Bänke hinsetzen. Und was macht die Uni? Keine Professoren da. 145. Zwei haben eine Ausbildung erhalten, glaube ich. Die sterben jetzt vermutlich schneller weg, als sie nachkommen. Und die Autobahn bis da vorne ist fertig. Das heißt, wir können jetzt mal ein paar Öltanks holen. Da dürfte es ja jetzt auch schon ein paar geben. Vielleicht schneller fahren. 70. Ich weiß nicht, wann die rauskamen. Da kamen auf jeden Fall nochmal bessere. Aktuell wäre er, glaube ich, am besten. Wobei auf der Kiesstraße können die fahren. 60. Ja, gut. Aber immerhin noch besser als 30. Und wäre er eigentlich noch am besten, aber er kostet 12.000. Jetzt im Monat minus 62.000 gemacht. Wir exportieren so wenig. Irgendwie kommt nicht genug von den Fabriken hier gerade rein. Aber Arbeiter sind drin. Vielleicht habe ich zu viel gebaut wieder. Ich weiß es nicht. Oh. Könnt ihr jetzt bis zum Essen laufen? Ja. Sehr schön. Das heißt, die können auch bis zum Essen laufen. Da ist ein Professor drin. Immerhin werden zwei unterrichtet. 1,1 haben die beide. Ah, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, aber welche Öltanks kaufen wir jetzt? Manchmal geht dieses Overdings einfach aus, dieses Overlay. Also der hat 11 bis 70, der hat 11 bis 60. Der wäre aber teurer. Ich weiß gar nicht, warum ich den nehmen sollte. Der wird aber nicht mehr lange hergestellt hier. Der fährt bis 80 und 11, ist aber auch teurer. Der hat 9 und fährt bis 80. Und die haben halt nur 8 und 7. Komm, dann holen wir zwei davon erstmal und gucken mal, was wir damit so hinkriegen. Und wir haben ja 5% Arbeitslose. Mit denen können wir dann hier noch die restlichen Straßen bauen. Bisher funktioniert das aber sehr gut. Ich glaube, die wird hier sehr stark frequentiert. Bis auf die Stelle mit den Schienen, wo ich nicht weiß, ob wir hier vielleicht hoch oder runter gehen sollten. Könnte ich die ansonsten aber schon bauen, zumindest in dem Teil. Bis zu dem hier. Ja, da kann sich nichts mehr dran ändern. Und mir fällt auf, das steht zu dicht. Obwohl, die Schienen gehen ja mittendurch. Ich wollte gerade sagen, das steht viel zu dicht wegen den Schienen. Aber wir haben da ja wahrscheinlich gar keine Schienen.
Von daher alles okay. Wir können nicht weiterfahren. Ach so, ein... Ah. Na gut, aber das dürfte ja ganz schnell gehen. Da ist der Kies. Aber damit ist das Kiezzeitalter so langsam AD, nicht? Wir müssen weiterziehen. Richtung Beton und andere Sachen dann. Aber dafür brauchen wir mehr Geld. Ich kann nichts export. Ich kann nichts rausgeben, was wir nicht haben, nicht? An Geld. Okay, starten. Juli. Das heißt, ab nächsten Monat wird das Geld vielleicht mehr. Jetzt haben wir 407.000 exportiert. Immerhin. Oh. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich auch einen Stopp. Das heißt, wir können in Ruhe erstmal was trinken, Prost und gucken, was sich so entwickelt. Na, mit Flaggen sieht das doch gleich schon viel besser aus. Und hier hinten können wir ja nochmal der Polizei vielleicht pflastern in die Richtung. So, das ist... Ah. Okay, wartet. Nee. So? Nee. Eigentlich müssen wir erstmal den Innenhof pflastern. Noch die Fläche hier. So. Und das hier auch, oder? Okay. Ja, dann können wir das hier auch pflastern. Aber hier gibt es keinen Abschluss. Nee, so ist eigentlich okay und ausreichend. Kies, Rollbahn, Kies. Wo ist Kies? Kiesstreifen. Aber hier wollen wir Kies haben. Zack. Oh, dann sind die Palmen weg? Das ist aber neu. Oh, das ist ja blöd. Das heißt, die ganzen Palmen müssen nochmal weg wahrscheinlich. Naja, gut. Und jetzt... Doch, da kann ich... Doch, geht. Manchmal kann man es erst nach einem Neuladen dann setzen. Na, hier zum Beispiel. Naja, gut. Dann ist das so. Wir müssen eh noch ein paar random Bäume so ein bisschen verteilen. Wir könnten hier so ein bisschen Dschungelbäume.
Und Palmsträucher vielleicht setzen noch. Dann wächst das hier schon ein bisschen zu, zumindest so wie da hinten. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Hier sind wir auch fertig mit dem Wegen. Dann können wir das eigentlich auch langsam mit Büschen und Bäumen dann zutackern. So, ich bin gespannt, was der erste Monat dann an Export hier bringt. Was bringt überhaupt eine Lieferung? Steht das Ding falsch rum? Oh, ich glaube, das steht falsch rum. Ah, nee, stimmt. Hier ist die Einfahrt. Nee, 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 ist richtig. Okay, Treibstoff bringt 700 eine Ladung. Also ist wirklich nicht so effektiv, aber manipuliert halt den Treibstoffpreis so ein bisschen. Beziehungsweise manipuliert das nicht, nicht? Aber es senkt halt den Preis, weil der Bedarf besser gedeckt wird. Und dadurch sinken dann die Treibstoffpreise. Und warum fahrt ihr da lang? Weil ihr tanken müsst. Oh, wir brauchen hier eine verschissene Tankstelle noch. Okay, warte mal. Das hier war ja nur so ein temporärer Weg. Eigentlich brauchen wir genau hier zwischen eine Tankstelle. Das wäre optimal. Dann bauen wir die doch. Oder hier, dass jeder da vorbeikommt. Dann müssen die so zurück. Weil so ist auch doof. Ob ich das nun so mache? Die müssen hier reinfahren. Und an sich kommen die eher vom Rausfahren. Aber dann würden die sich so kreuzen. Und hier, dann würden die... Das Problem ist, wenn das nachher... Naja, dann kommen die nicht durch. Ah. Das heißt, eigentlich wird das eine Einbahnstraße. Das heißt, die muss so sein. Okay, die geht nur so rum. Wir wollen ja ein bisschen Platz lassen. Strom könnte hier noch vorbeilaufen. Dann machen wir die wirklich auf die Höhe, oder? Dann so, dass sie zur Feuerwache passt. Wir könnten immer da abgehen. Ja, man kriegt das nicht so eng hin. Au, Parallelmodus ist aus. Deshalb. Warte. Genau, genau, genau. So. Ah, kriegt er. Kriegt er. Kriegt er. Kriegt er hin. Können wir das hier nochmal. Das kriegen wir nicht gerade hin und das schon gebaut, ne? Gut, ich könnte sonst die nach hinten setzen. Zumindest ein Stückchen. Und das genauso auch hier machen. Wäre cool, wenn das auf der gleichen Höhe ungefähr wäre. Dann sieht es nicht komplett lost aus. Das heißt... Hier. Oh. Oh, kann man durchgehen lassen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Platz, falls wir mit irgendwas mal irgendwann durch müssen. Auffahrten, Abfahrten. So, gleich ist der August vorbei. Und dann haben wir Minus gemacht. Warum? Jetzt müssen wir gucken. Letzter Monat. Export von Ressourcen. Öl für 8000. Okay. Kleidung nur für 75.000. Deshalb. Und wir haben mehr Stoff importiert.
Da liegen unsere Probleme. Arbeiter sollten theoretisch genug rumliegen. Denn so viel bauen wir auch gar nicht mehr. Sorry. Wir müssen das hier mal kurz bauen. Das hier macht mich fertig, dass der Kies da aufhört. Kies, 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 Kies. Okay. Hat nichts gebracht. Zack. Hübschi. Hallo, Lytro. Ja. Du hast 8 Stunden Geotastic verpasst, gestern und heute zusammengerechnet. Aber hallo. Reinkommen und nicht wissen, was Sache ist. Das lieben wir. Eieieie, das sind die richtigen. Allein heute 4 Stunden, 4,5. Jetzt ist Geotastic leider vorbei. Genauso wie diese Folge. Bis zur nächsten Folge.